Bist du bereit, für das Imperium einzustehen? Dich heldenhaft mit deinen Brüdern in den Kampf zu stürzen? Dein Leben aufs Spiel zu setzen im Kampf gegen diese verdammten Xenos? Dann werde jetzt ein Space Marine. Warhammer 40k Space Marine 2 ist der nächste Eintrag in das riesige Franchise und ich habe tausende von Aliens geschlachtet, um euch heute zu verraten, ob das Spiel kann, was es verspricht. Wir schlüpfen heute in die Rolle von Titus, dienen dem Imperium und finden heraus, wie gelungen das Game ist. Los geht es, wie immer, mit der Story. Remain unbroken because we are the Space Marines. Hier mal gleich vorab. Das Warhammer-Universum ist unfassbar komplex, mit Dekaden an Einträgen und Lore. Als Anfänger war es doch ziemlich schwer für mich, hier Fuß zu fassen, aber ich habe versucht, mich aktiv einzuarbeiten und sitze parallel sogar an einem zweiten Video. Warhammer für Dummies kommt demnächst, vergisst also nicht zu abonnieren. Es hilft dabei zumindest, dass die Story des Spiels selbst relativ simpel ist. Eine Invasion von Tyranids führt zu den ersten Missionen, wo wir uns gegen die anstürmenden Horden wehren. Protagonist Titus, eine bekannte Figur aus dem Warhammer-Universum, wird nach den Events des ersten Spiels zwar erstmal im Rang degradiert, aber nach der Tutorial-Mission unterläuft dieser die sogenannte Rubicon Primaris, ein Prozess, der ihn größer, schneller, stärker macht. Ja, die Primaris Power Armor lässt sogar die Muskelmänner aus Gears of War klein aussehen. In eurer neuen Rüstung und mit zwei Kollegen, die ihr natürlich auch mit Freunden besetzen dürft, weil die Kampagne Koop spielbar ist, macht ihr euch auf, die Invasion der Tyranids zu stoppen. Enthüllt dabei noch die dunklen Machenschaften von Ketzern, einer zweiten Fraktion an Gegnern und seid schnell in einem großen Überlebenskampf gefangen. Die Story selbst rückt tatsächlich aber schnell in den Hintergrund. Ähnlich wie bei einem Helldivers ist sie eigentlich nur Hintergrundkulisse, um euch in die Schlacht zu schicken. Nur statt für Freiheit und Demokratie zu kämpfen, kämpft ihr für das Imperium. Natürlich habt ihr eine vollwertige Kampagne, die euch eine Geschichte erzählt, ist aber relativ kurz und wirklich essentiell für die Spielerfahrung habe ich sie nicht erfunden. Beeindruckend finde ich allerdings, wie durch exzellentes Environmental Storytelling und Writing ständig die riesige Lore des Franchises einem klargemacht wird. Man sieht Krieger beim Gebet, im HQ ist ständig was los, Schiffe kommen und gehen, Dialoge schmeißen einem Konzepte und Begriffe entgegen, die einem als Neueinsteiger nichts sagen, aber nicht auf störende Art und Weise, sondern mehr so, dass man neugierig wird. Man fühlt sich in dieser riesigen Kriegsmaschine trotz der fetten Rüstung einfach klein. Und dieses Gefühl überträgt die Story und die Spielwelt außerordentlich gut. Da die Story aber wie gesagt eigentlich sehr im Hintergrund steht, fokussieren wir uns hier nicht weiter drauf und bleiben damit auch spoilerfrei, sondern hüpfen direkt zum Gameplay. Das Core-Gameplay ist relativ einfach zusammengefasst. Ihr seid in der Regel ausgerüstet mit einer Primär-, Sekundär- und Nahkampfwaffe, habt einen Skill mit dabei wie ein Jetpack oder Fury, bei dem ihr eine Weile mehr heilt und mehr Damage anrichtet. Hinzu kommt eine Ausweichbewegung, Parieren, Granaten und gelegentlich noch Items zum Heilen. Das Besondere ist, wie dieses Gameplay angewendet wird. Pariert ihr mit gutem Timing, dürft ihr beispielsweise einen kritischen Hit mit der Waffe landen. Die Nahkampfwaffe ist ideal, um Schwärme von euch abzuhalten und kann ebenfalls Raum für kritische Hits schaffen. Außerdem könnt ihr durch aggressive Spielen, kritische Hits, Finisher und Co. sogar Leben wiederherstellen, was essentiell ist, um größere Schwärme zu überleben. Diese Elemente zu beherrschen ist überlebenswichtig und sobald ihr das Timing raus habt, könnt ihr so unfassbar lange mitten im Chaos auch überleben. Das verlangt euch die Hordenmechanik allerdings auch ab. Ihr habt das in der Regel mit sehr vielen Gegnern zu tun, aber an gewissen Stellen stürmt eine Horde aus der Distanz auf euch zu und ihr wisst, euch erwartet jetzt ein heftiger Kampf. Alter, schaut euch mal an, was für eine Armada da auf mich zukommt. Alter! Wo ich ihn? Oh shit! Oh shit! Und ich kann die wirklich killen, bevor die ankommen. Oh oh, scheiße! Klettern die jetzt hier hoch oder wo kommen die her? Die Biester erklimmen an mehreren Stellen die Mauern, ihr könnt versuchen sie auszudünnen, aber sie werden euch unweigerlich erreichen, also müsst ihr eure Waffen effektiv einsetzen, um überhaupt eine Chance zu haben. Space Marine 2 verlangt euch ab, die Grundelemente zu beherrschen, sonst beißt ihr ziemlich schnell ins Gras. Und diese Momente sind einfach episch. Wenn man umringt ist von Tyranids und sich einen Weg rausarbeitet, die Gegner zerfetzt und alles um einen rum in Fetzen fliegt, dann fühlt man sich wie eine echte Maschine. Allerdings ist mir aufgefallen, dass Horden und Health, Kampf und Damage alle noch etwas Feintuning im Balancing brauchen. Da das Spiel selbst sagt, die Schwierigkeit Veteran ist die beabsichtigte Spielerfahrung, habe ich diese natürlich gewählt. Das ist aber die Intended Experience.
Also wenn das die von den Game Designern absichtliche Experience ist, dann spielen wir natürlich auch Veteran. Spielt man Solo, fühlen sich manche Situationen etwas frustrierend an. Wenn man zum Beispiel Dinge aktivieren oder verteidigen muss, die euch quer durch die Location schicken, während man selbst überschwemmt wird und alleine ist. Das sind nur kleine Wehwehchen, aber bei manchen Stellen merkt man, dass sie konzipiert sind, um Koop zu spielen. Die KI-Kumpanen sind ganz solide, aber natürlich kein Ersatz für echte Menschen. Auf der anderen Seite fand ich den Normalmodus dann zu leicht. Das ist schade, denn hätte man die Beta vor Release nicht abgesagt, hätte man diese Kinderkrankheiten sicherlich bemerkt und vor Release fixen können. Aber das bringt mich auch zum Multiplayer-Part des Spiels. Hier gibt es nämlich zwei Komponenten, den PvE und den PvP. Im PvE-Part könnt ihr nicht nur die Hauptmission gemeinsam spielen, sondern die sogenannten Operations. Diese sind sogar storytechnisch mit eingebunden, denn in manchen Aufträgen arbeitet ein zweiter Squad parallel zu unserem Protagonisten und supportet. Und in diesen Operations übernimmt ihr quasi den anderen Squad. Finde ich ganz nett, dass unser Multiplayer-Charakter Teil der Main-Story ist, auch wenn der Plot wie gesagt schnell in den Hintergrund gerät. Abgesehen davon habt ihr im Multiplayer verschiedene Klassen zur Auswahl, die alle natürlich mit ihren Stärken und Schwächen daherkommen und euch dazu bringen sollen, mit euren Mates Absprache zu halten, um den stärksten Squad zu bilden. Diese Operations unterscheiden sich spielerisch nicht allzu sehr von den normalen Kampagnenmissionen, allerdings dürft ihr diese in verschiedenen Schwierigkeiten spielen, darüber sprechen wir gleich noch im Progression-System. Die PvE-Klassen sind identisch mit den PvP-Klassen, wobei dieser Modus, hier genannt Eternal War Mode, meiner Meinung nach das schwächste Glied im Gameplay ist. Maps sind hier relativ simpel gestaltet und große Taktik gibt es hier nicht. Stattdessen wird eigentlich nur stumpf geballert, im Vorteil sind in der Regel Leute, die zusammenarbeiten und insgesamt ist die PvP-Komponente gefühlt einfach nur draufgetackert. Was nicht heißen soll, dass dieser schlecht ist, sondern einfach nicht so gut wie der Rest. Was auch immer ihr davon spielen möchtet, ihr habt eine Menge Progression-Systeme, die euch am Ball halten. Das Core-Gameplay wird nämlich ziemlich schnell zum Automatismus. Deshalb muss das Progression-System die Langfristigkeit carryen. Natürlich habe ich in der einwöchigen Review-Phase noch nicht alles auf Max gelevelt, aber gefühlt erwartet uns hier eine Menge Content. Jede Klasse und jede Waffe levelt ihr einzeln, hinzu kommen Customization und Skilltrees. Außerdem spielen sich die Klassen unterschiedlich genug, um den Wechsel zwischen diesen auch spannend zu machen. 6 Operations zum Launch können sich womöglich schnell abnutzen. Auch wenn ihr mit steigendem Level diese dann vermutlich auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen werdet. Aber laut Roadmap werden hier dieses Jahr noch weitere hinzugefügt. Insgesamt dürfen wir im Jahr 2025 dann noch weitere Spielmodi, PvE-Missionen und Progression-Systeme wie den Prestige-Modus erwarten. Saber Interactive ist sich also bewusst, dass das Gameplay alleine das Spiel nicht langfristig carryen kann, sondern das Progression-System motivieren muss. Mit den angebotenen Inhalten hatte ich bisher eigentlich immer Spaß, auch wenn mein Fokus hauptsächlich auf dem PvE lag, da mich der Multiplayer nicht so locken konnte. Das Aufleveln motiviert mich dran zu bleiben und gerade mit den Freunden entfaltet das Game sein volles Potenzial. Ich kann ganz klar sagen, dass alle, die einen PvE zum Grinden suchen, hier definitiv fündig werden. Unterstützt wird das alles durch die bombastische Optik. Wie winzig du bist, realisierst du erst, wenn du durch die riesigen Bauten im Warhammer-Universum unterwegs bist. Die Szenerie ist einfach unfassbar gigantisch. Ich kann mich hier dran fast kaum satt sehen. Die verschiedenen Locations können definitiv überzeugen. Trotz der gigantischen Kulisse fehlt die Liebe zum Detail aber auch nicht. Gegnertypen sind visuell klar und einfach unterscheidbar, Rüstungen glänzen vor Details und Blut, die Umgebung ist gespickt von blutigen Einzelteilen und die Finisher sind auch einfach nur fett. Die Farbpalette selbst ist allerdings etwas zermürbend. Ist zwar Teil des dunklen Settings, aber auf Dauer hätte ich mir ein wenig mehr visuelle Abwechslung gewünscht, auch wenn ab und an ein paar coole Szenen im Kopf bleiben. Das ist allerdings schon Meckern auf sehr hohem Niveau. Denn insgesamt ist die Grafik echt schön anzuschauen und der Kontrast zwischen den blutigen Tyranids, den blauen Rüstungen und der riesigen Maschinerie kommt gut zur Geltung. Diese Qualität wird aber definitiv nicht von den Multiplayer-Maps eingehalten, was mir nur noch mehr bestätigt, dass dieser Modus einfach nur draufgetackert ist. Die PvP-Maps lassen sich am besten mit einfarbig beschreiben und ihr simples Design lädt nicht unbedingt zum Verweilen ein. Schade, aber abgesehen vom PvP also auch die Optik top. Beim Sound sieht es ähnlich aus. Der mechanische Krach, die männlichen Stimmen, die fremdartigen Töne der Tyranids allesamt stark. Auch viele der Effekte kommen mit ordentlich Knall. Irgendwie können sich die Waffen aber nicht wirklich absetzen. Denen fehlt oftmals so ein bisschen Power oder sie gehen in der Menge an anderen Tönen unter. Für ein Spiel, was so heftigen Krieg darstellt, sind gerade die Kriegswerkzeuge vergleichsweise zahm. Abgesehen davon gibt es aber auch hier entsprechende Liebe zum Detail. Zum Beispiel klingen die Stimmen unserer Protagonisten unterm Helm meist dumpfer, um diesen Umstand darzustellen. Manchmal wird genau das etwas zu weit getrieben, insbesondere bei Nebencharakteren, wo man dann auch mal nichts versteht. Ich meine, hört euch das hier an. Equal to
Die Musik überträgt gut die Stimmung der epischen Schlachten und der religiösen Untertöne. Ist also durchaus gelungen, aber für mich sehr schnell kaum mehr wahrnehmbar im hektischen Gameplay. Soll nicht heißen, sie ist schlecht, sondern einfach, dass man meist auf andere Dinge konzentriert ist. Zum Beispiel auf die Technik. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten, zumindest zum Launch. Denn Networking ist aktuell noch ein Thema. Verbindungsabbrüche gibt es regelmäßig, was gerade den besten Part des Spiels, das gemeinsame Zocken, sehr nervig macht. Und findet man erstmal eine Lobby, ist diese dann womöglich auch noch laggy. Wir können eigentlich nur die Daumen drücken, dass diese Serverangelegenheiten schnell behoben werden, denn sonst kann das Spiel ganz schnell scheitern, trotz all seiner Qualitäten. Beeindruckend hingegen ist die Hordenmechanik, denn selbst aus der Ferne schon könnt ihr die riesigen Gegnermassen attackieren, ehe sie euch erreichen, und die schiere Menge an Ereignissen ist umwerfend. Allerdings zwingt genau das gelegentlich die Framerate in die Knie. Konsolen insbesondere können hier manchmal massiv Frames droppen. Ich fand Framerate Drops aber insgesamt verkraftbar in ihrer Frequenz. PS5 und Series X liefern einen Qualitätsmodus mit hochskalierten 4K bei 30 FPS oder einen Performance-Modus mit 1080p bei 60 FPS. Die Framerate wird im Qualitätsmodus bei 30 solide gehalten, aber da der Qualitätsmodus nicht so viel merklich besser aussieht als der Performance-Modus, würde ich euch die höhere Framerate empfehlen und die gelegentlichen Drops in Kauf nehmen. Und damit weiter zum Fazit. Space Marine 2 ist vermutlich alles, was sich Fans des Warhammer 40k-Universums und des ersten Spiels erhoffen. Ein starkes Gameplay und ein umfangreiches Progression-System, das einen motiviert, viel Zeit in diese PvE-Erfahrung zu stecken. Wirklich beinahe alles sitzt. Und wer mit dem Genre was anfangen kann, wird sich das Spiel sicher schon dick auf dem Kalender markiert haben. Wer das Universum noch gar nicht kennt, muss sich keine Sorgen machen, denn trotz des riesigen Warhammer-Franchise fand ich den Einstieg in Space Marine 2 als Neuling absolut machbar. Und auch die Neugier, mich tiefer in die Lore zu befassen, hat mich sofort gepackt. Es bleibt mir zu hoffen, dass die Serverprobleme so schnell wie möglich in den Griff gekriegt werden, damit dem Spaß mit den Freunden nichts im Wege steht. Ich kann auch Fans von Helldivers 2 absolut empfehlen, hier zuzugreifen. Eine offene Frage bleibt natürlich die Langfristigkeit. Im Moment gibt es neben den 6 Operations, den Hauptmissionen und dem PvP nicht mehr im Endgame. Das wird also hauptsächlich durch die Progression der Waffen und Klassen gecarried, bis also neue Inhalte erscheinen, bleibt das also erstmal ein Grind. Insgesamt hat Space Marine 2 aber meine Erwartungen übertroffen, lohnt sich absolut und jetzt muss ich meine Freunde überreden, das Spiel auch zu kaufen. Das war auch unsere Review zum Spiel, hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und Abo da, wenn dem so ist, und dann sehen wir uns auch wieder. Damit sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.